Wir heißen Sie herzlich willkommen. Bei der Nestroy-Preisverleihung. Bei der Nestroy-Preisverleihung. 2020. Diesmal ein wenig anders als gewohnt. Wir bleiben dran. Bleiben Sie es auch. Und denken Sie daran, gemeinsam, 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 gemeinsam kommen wir durch die Krise. Herr Ginz, Boris Godunow, der deutsche Mittagstisch. Alles nur wenige Namen, die beispielgebend sind für alle Theaterpremieren, die diese Saison abgesagt werden mussten. Es wurde viel über Gartencenter gesprochen, über Quadratmeterzahlen und übers Händewaschen. Aber leider sehr wenig über Kunst und Kultur. Und um das nachzuholen, meine Damen und Herren, sind wir heute Abend hier und begrüßen Sie ganz herzlich zum Nestroy 2020. Ihnen ist bestimmt schon aufgefallen, dass Sie nicht auf einer österreichischen Bühne heute sind, sondern hier im Theater. Denn heute ist in dieser Sendung alles anders. Das Jahr war für viele Kulturschaffende nämlich wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Es gab Theaterschließungen, es gab Kürzungen, es gab prekäre Arbeitsverhältnisse und die Welt stand wirklich Kopf. Aber kopfüber bekommt man auch ab und zu eine andere Sicht aufs Gewohnte. Schon Max Reinhardt musste 1910 seine Aufführungen in einem Zirkuszelt stattfinden lassen. 1910. Heute, 2020, bei der 21. Verleihung des Wiener Nestroy-Preises, begeben wir uns jetzt selber sprichwörtlich auf eine Achterbahnfahrt. Also Jungs, ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß auf der Achterbahn. Lassen Sie sich also überraschen, meine Damen und Herren, von der Vielfalt des Theaters, genau so, wie sich einige Preisträgerinnen und Preisträger auch von uns überraschen lassen haben. Und so wären wir schon bei der ersten Kategorie. Der Peter Fässerer geht jetzt zum besten Schauspieler in einer Hauptrolle. Viel Spaß, Peter. Ich hole mir jetzt eine Zuckerwatte. Eine Zuckerwatte! Nominiert in der Kategorie Bester Schauspieler sind Florian Köhler. Sehen Sie den Heldenplatz, schrie er. Den ganzen Tag hört sich das Geschrei vom Heldenplatz. Was Sie denken, ist Unrat. Und wie Sie es aussprechen, ist auch Unrat. Johannes Kriesch. Ich mach mir einen Jux. Einen Jux? Ja. Na, das ist eine verrückte Idee. Eine ganz eine verrückte Idee. Franz Petzold. Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Wir wollen dieses Land aus der Mittelmäßigkeit erheben. Das ist die Stunde der großen Verachtung. Und der Nestroy für den besten Schauspieler geht an Franz Petzold für seine Rolle als Dionysos in Die Bacchien von Euripides am Wiener Burgtheater. Und wir haben Franz Petzold anlässlich der Nominierung zu einem Interview getroffen und ihn mit dem Preis überrascht. Lieber Herr Petzold, welche Bedeutung hat denn so eine Nominierung? Ja, das ist wunderschön. Also man kann das ja erstmal, ich komme ja gerade aus einer Premiere und wenn man die Benachrichtigung bekommt, dass man nominiert wird, mir geht das zumindest so, fühlt man sich so wahnsinnig preisunverdächtig, weil man gerade da unten auf der Bühne noch das Laufen lernt und den ganzen Tag irgendwie kritisiert wird und nicht ausgezeichnet. Aber es ist natürlich voll geil. Also ich freue mich riesig. Und wie haben Sie denn die Rolle... Entschuldigung. Ja? Moin. Hi, moin.
Du, ich habe da auf der Feststrecke so eine komische goldene Skulptur gefunden. Und da steht drauf, Nestor-Preis für komm, Franz Petzold. Und wollte ich dir jetzt überreichen. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Am Arsch, Entschuldigung, ja. Das muss ich jetzt einmal sagen. Wie geil! Hey, komm her. Wie schön. Ach komm, ey. Wie schön. Wie schön. Ja, herrlich, vielen Dank. Liebe Grüße ans ZIP, meine Lieblingskneipe hier. An die Leute ganz, ganz liebe Grüße. Familie, Eltern, Freundinnen. Und vielen Dank natürlich auch an die ganze Mannschaft, die da irgendwie die Backchen da gemacht hat. Also freut mich sehr. Ach, wie schön, ey. Ich danke Ihnen sehr. Das war's schon, oder was? Das war's schon. Ja, dann super. Dann, ach komm, auch her. Oder komm hierher oder wie immer. Ja, super. Danke auch. Ne? Auf bald. Herzlichen Glückwunsch, Franz Petzold. Aus diesen kleinen Flugzeugen werden selbst mal große Airbusse. Darum sind wir jetzt beim Nachwuchspreis. Wer ist der österreichische Nachwuchspreisträger dieses Jahr? Peter Fässerer hat sich schon zu den Preisträgerinnen aufgemacht. Nominiert in der Kategorie Bester Nachwuchs weiblich sind Berenice Hebenstreit. Ja, man kommt so selten raus. Wieder mal rauskommen, das wär's. Nur der Mensch gräbt zu seinem Vergnügen ein Loch, denn er kann auch Türme bauen, Häuser, Städte, aber er kann auch graben. Das ist sein freier Wille. Ja, was? Ich muss mich nicht interpretieren und du kannst mich nicht interpretieren, klar? Isabella Knöll. Dein Schwanzgift damit wegwischen, wenn's du mir dran ins Ohrschloch. Nehmen Sie Platz. Er wird Ihnen Gesellschaft leisten. Die Gisela hat einen Auswärtstermin. Die Gisela bleibt, ich habe... Gusch! Der Erwig ist halt ein sensibles Kind. Der Erwig ist kein Kind mehr. Was habe ich für dich gemacht? Küss mich. Später. Gibt's da die Heirat? Später. Du Mistviech. Anja Rüegg. Das Tagebuchschreiben ist der typische Ausdruck der typischen Überschätzung des eigenen Ichs. Hierher, Idiot! Na, 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 nur nicht grob werden. Meine Mutter lügt. Ich lüge, sagst du? Ja. Ich lüge nicht! Ich sage die Wahrheit und nur die Wahrheit! Aber du bist doch dieses kräftige Lugerbeschützer! Das ist kein Lugerbeschützer! Nominiert in der Kategorie Bester Nachwuchs männlich sind Alireza Darianavard. Warum seid ihr immer noch da? Draußen sieht man das Gesicht unseres Anführers im Mond. Im Juli 1988 begannen die Massenhinrichtungen politischer Gefangene im Iran. Ich drehe mich um. Die Autos stehen immer noch dort. Es steigen zwei junge Männer aus. Sie sehen sehr jung aus. Ich werde eine neue Regierung bestimmen. Ich werde die jetzige Regierung zerschlagen und eine neue Regierung bestimmen. Ich werde mit der Unterstützung dieser Nation eine neue Regierung bestimmen. Nils Hohenhövel. Herr Günd, du bist und bleibst verloren. Liebes, süßes Muttchen, nein, du hast ja recht mit jedem Wort. Sei nur wieder... Stell dich fort! Was ich kann, kann kein anderer. Ich hab den Teufel einmal in eine Walnuss gehetzt. Ja, genau. Ja, er fluchte und flennte und versprach mir, was immer ich wollte. Aber hinein musste er doch. Ja, das musste er. Matthias Spahn. Wer ist's, der heute sterben will? Du da? Ich? Nein, danke. Ich bin hier nur der Fahrer. Willst du mich? Ja! Nein! Halt! Stopp! Nein! Willst du da stehen wie der allerletzte Trottel? Stopp! Hallo? Die Kategorie Bester Nachwuchs wird präsentiert vom Kurier. Und der Nestroy in der Kategorie Bester Nachwuchs weiblich geht an
Berenice Hebenstreit für ihre Inszenierung des Urfaust Faust in and out von Johann Wolfgang von Goethe und Elfriede Jelinek am Wiener Volkstheater. Und der Nestroy für den besten Nachwuchs männlich geht an Matthias Spahn für seine Inszenierung der Nibelungen nach Friedrich Hebbel am Landestheater Niederösterreich. Matthias Spahn ist momentan in Stockholm, deshalb haben wir beide Preisträger zu einem Skype-Interview gebeten und sie dabei überrascht. Sie sind nominiert als bester Nachwuchs. Wie sind Sie denn an dieses Stück herangegangen? Ich habe mit aller Kraft versucht, was da so drüber steht, also auch, ich weiß nicht, wie viele Jahre Theatergeschichte auch, zu vergessen und den Stoff ganz neu anzupacken. Dem Text auch eine entsprechende Bebilderung zu geben, die sich quasi aber auch gegen diese wahnsinnige Sprachwucht absetzen kann. Ich habe so viele Inszenierungen von den Nibelungen gesehen, mit so vielen blutigen, nackten Menschen, dass es, glaube ich, wirklich auch an der Zeit ist, in diesem Kosmos irgendwie neu zu denken. Quasi einen Raum zu schaffen, wirklich einen atmosphärischen Raum zu schaffen, in der dieser ganze Kosmos sich entfalten kann. Kurze Unterbrechung bitte, was haben wir? Ja. Was ist das? Von wem ist das? Oh! Ich glaube, Sie beide haben gewonnen. Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich, lieber Herr Spahn, liebe Frau Hebenstreit. Nein. Der Nestroy 2020, herzliche Gratulation. Nein. Oh. Ich kann Ihnen den Preis leider nicht nach Stockholm durchreichen. Ja genau, das ist doch gut. Wow, vielen, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch an diese beiden jungen Regiestars, Berenice Hebenstreit und Matthias Spahn. Und meine Damen und Herren, wir kommen zur nächsten Kategorie. Ein spannendes Bühnenbild und passende Kostüme können eine Theaterproduktion in luftige Höhen katapultieren. Monatelange Vorausplanung, minutiöse handwerkliche Arbeit und das Zusammenspielen von allen Abteilungen. Und trotzdem wird diese Kategorie in der Zeitung oft nur in einer Randnotiz gewürdigt. Heute möchten wir sie sichtbar machen. Gell, Philipp? Und bitte! Nominiert in der Kategorie Beste Ausstattung sind Bettina Meier. Ich fasse es einfach nicht, dass du mit diesem haarigen, alten Mann geschlafen hast. Diese Debatte ist aus. Rum. Vorbei. Enelis Semper und Tiet Oyasso. Ihnen wird der Kopf vom Rumpf getrennt. Der Tempel des alten Glaubens werde einstürzen und ein neuer Tempel der Wahrheit werde emporwachsen. Ich bin der Meister! Annelies van Laare. Mir ist ganz kalt. Gleich werde ich ohnmächtig. Der Nestroy für die beste Ausstattung geht an Enelis Semper und Tiet Oyasso für Bühne, Kostüm und Video der Produktion Meister und Margarita von Michael Bulgakov am Wiener Akademietheater. Beide sind momentan in St. Petersburg und schicken uns aber eine Videobotschaft. Davor aber möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick geben hinter die Kulissen. Wer wählt eigentlich aus den Nominierten letztendlich die Gewinnerinnen und Gewinner aus? Eine siebenköpfige Jury, bestehend aus Theaterkritikern, aus Kulturjournalistinnen, aus den Printmedien, ermittelt die Preisträgerinnen und Preisträger. Den Vorsitz der Jury hat im letzten Jahr Uli Steppan übernommen. Hier die Jurybegründung für den Nestroy der besten Ausstattung. Wichtig
war sicherlich wie hier eigentlich dieser Raum eine ganz spezielle eigentlich Zeit- und Raumlösung hat. Man sitzt ganz simpel auf einem Bürostuhl und fährt eigentlich die verschiedensten Zeiten von einer Station zu anderen. Das heißt, es ist ein kleines Ganzes, ein großes Ganzes. Und man merkt, dass hier ein Ausstattungs- und Regie-Team am Werk ist. Und diese Klarheit, wie es hier herüberkommt, ist auch nicht immer zu finden. Good evening. Mitten in unseren Proben hier erreicht uns die Nachricht, dass unsere Produktion Meister und Margarita im Akademietheater einen Preis bekommt. Was für tolle Neuigkeiten. Wir gratulieren allen. Wir gratulieren der Assistenz, den Werkstätten, den Technikern und den wunderbaren Schauspielern. Und danke an das Ensemble dafür, dass ihr immer noch die andere Wange hingehalten habt, die schöne Wange in die Kamera. Danke. Thank you. Herzlichen Glückwunsch, Annelies Semper und Tiit Oyasso. Im Off-Theater zu arbeiten ist eine sprichwörtliche Berg- und Talfahrt. Und es heißt ja, dass man in der freien Szene oft nur für den feuchten Händedruck arbeitet, der jetzt in Corona sogar höchst gefährlich und verboten ist. Dabei erinnern uns Off-Theater-Produktionen, mit wie wenig Mitteln man große Geschichten erzählen kann. Zur Würdigung der Vielfalt des Off-Theaters hier eine kurze Ansprache der Wiener Stadträtin Veronika Kaupasser. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Ihnen an diesem besonderen Abend, in diesem ganz besonderen Jahr, Ihnen die 5 außerordentlichsten Theaterproduktionen aus dem sogenannten Off-Bereich präsentieren kann. Off, das ist eine sehr problematische Kategorie und sie hat sich in den letzten Jahrzehnten eindeutig mit allen anderen großen Bühnen auch vermischt. Off bedeutet jetzt in diesem Jahr etwas anderes. Wir haben erlebt, wie Theater, Kunst, Kultur plötzlich abgeschaltet waren. Aber sie waren es nie wirklich, weil Künstler haben ihre Wege gesucht und gefunden, digitale Wege sehr oft. Und gleichzeitig hat uns diese Zeit sehr klar vermittelt, wie sehr wir das Analoge, das Physische, die Präsenz auf der Bühne mit einem Publikum brauchen. Und ich danke in diesem Zusammenhang all jenen, die unermüdlich unter schwierigsten Bedingungen es geschafft haben, daran zu glauben, dass es weitergeht und diese Stadt und dieses Land wird auch dazu beitragen, dass künstlerisches Schaffen auf der Bühne, jenseits der Bühne, im Freien, im geschlossenen Raum wieder möglich sein wird. Nominiert in der Kategorie Beste Off-Produktion sind Das große Heft. Hundesöhne, Hexensöhne, Hurensöhne, Schwachköpfe, Spitzbuben, Rotzbengel. Wir wollen uns an die Beschimpfungen, an die verletzenden Wörter gewöhnen. Wir setzen uns einander gegenüber an den Küchentisch und sagen uns in die Augen sehend immer grässlichere Wörter. Mörderblut. Dunkellockende Welt. Wie werden Sie wohnen, Ihr Körper? Das ist Horn. Aha. Das ist ein kleiner Zehennagel. Hm. Also hier ist Horn, kleine Zehe. Kleine Zehe. Mhm. Mhm. Sauber abgeschnitten. Strahlungsenergie fliegt der Sonne um in ihre chemischen Verbindungen. Habitat Halle E. Herzen der Gewalt. Im Lauf 3 Sekunden nach dem Strangulationsversuch hatte sich die Erinnerung
sämtlicher Realitätsempfindung entleert. Wie ein Ei, das durch ein Loch ausgeblasen wird. Ich rief Clara an. Hallo, dann Eddie. Erwähnte ich auch die Vergewaltigung und fragte, ob ich vielleicht ein paar Tage zu ihr aufs Land kommen könnte. Hast du uns seit 2 Jahren nicht mehr besucht? Ich muss halt mein Leben leben. Königin der Berge. Nach Hause, nach Hause fahren wir. Ich habe nur einen Wunsch. Diese Welt auf schmerzfreie Art zu verlassen, damit auch meine Lieben, die viel für mich gegeben haben, ihr Leben leben können. Nach 15 bis 20 Minuten wirst du einschlafen. Halte deinen Körper gut warm und sorg dafür, dass man dich 6 bis 8 Stunden nicht findet. Und der Nestreu für die beste Off-Produktion geht an Dunkellockende Welt von Händel Klaus in einer Inszenierung von Nurkan Erpulat im Werk X in Wien. Wir haben das Ensemble zu einem Interview getroffen und sie dabei überrascht. Regisseur Nurkan Erpulat war via Skype zugeschaltet. Ganz fein säuberlich öffnen. Ah, okay. Nein, aber nicht ernsthaft. Aber ist das, habe ich das richtig verstanden? Nein. Nurkan, guck mal. Der Nestreu-Preis. Haben wir gewonnen? Ja. Wirklich? Ja, sag das doch. Ich hätte eine Dankesrede geschrieben. Ja, Nurkan. Danke an das Werk X. Danke an Nurkan Erpulat. Ja, Nurkan. Danke vor allem an diesen wunderbaren Autor. So, ich freue mich wahnsinnig. Wahnsinn. Also ich fühle mich ein bisschen wie bei versteckter Kamera. Das ist halt eine geile Nummer. Das war der Nestreu für die beste Off-Produktion. Herzlichen Glückwunsch an Dunkellockende Welt vom Werk X. Mir persönlich ist es ganz wichtig, immer wieder zu betonen, dass den Leuten bewusst sein muss, dass Off-Produktionen mit sehr, sehr viel weniger Geld arbeiten müssen und fantastische Sachen produzieren. Vergessen Sie bitte auch die kleinen Theater, vor allem nächste Spielzeit nicht. Und jetzt freuen Sie sich auf Florian Teichtmeister mit einem Couplet aus Nestreus Posse, der Talisman. Und das haben sich wahrscheinlich viele dieses Jahr schon gedacht. Nun habe ich jetzt auch schon genug. Das Tragen von Masken ist heute modern. Wobei manche Leute damit, naja, sympathischer wären. Doch mancher sagt, nein, ich geh demonstrieren. Ich lass mal von euch nicht mein Ego maskieren. Ich zerreiß meine Maske, vielleicht ein Fahnderl dazu. Na, da hab ich schon genug. Na. Da hab ich schon genug, na da hab ich schon genug, na da hab ich schon genug. Ein Regisseur hat mir gesagt, das Theater ist ein Ort, wo man kämpft für die Schwachen. Und die Waffe ist das Wort. Wir schicken nun, ich möchte sagen, das Patriarchat in Pension. Aber wenn's ihn kennst, kennst von ihm halt auch einen anderen Ton. Was? Sie wollen Schauspielerin werden? Mit dieser Figur? Ja, hab ich schon genug. Ja, da hab ich schon genug. Na, da hab ich schon genug. Na, da hab ich schon genug. Heute gehen wir ins Theater, sagt zur Gattin der Mann. Da ist eine Premiere und die da, die schauen wir uns an. Darauf sagt ihm die Gattin, du, aber die findet nicht statt. Weil das Theater zu wenig Quadratmeter hat. Steig mal lieber in den Flieger, weil die Theater haben zwar. Na, da hab ich schon genug, na, da hab ich schon genug, na, da hab ich schon genug, na. Da hab ich schon genug.
Florian Teichtmeister. Und nun zu unserer nächsten Kategorie, Nebenrollen. Die sind oft aufregender und bunter als ihre großen Geschwister. Es gibt keine kleinen Rollen, nur kleine Schauspieler, heißt ein alter Theaterspruch, der sagen will, eine Rolle kann nicht so winzig sein, dass eine wahre Schauspielerin oder ein wahrer Schauspieler nichts daraus machen können. Unsere folgenden Nominierten haben sich das jedenfalls zu Herzen genommen. Trauen Sie sich und kommen Sie mit auf unsere Achterbahnfahrt. Wir haben die Gewinnerin oder den Gewinner im Theater getroffen und zumindest auf eine Gefühlsachterbahn mitgenommen. Nominiert in der Kategorie Beste Darstellung einer Nebenrolle sind Alexander Absänger. Ich wollte doch gleich den kleinen Finger. Und den Daumen. Und die Lippen. Und die Zunge. Und den Arsch und die Schenkel. Und hier den Fernseher. Und den Teppich. Also heute habe ich wirklich überhaupt kein Glück. Charlotte, zeigen Sie uns bitte ein Kunststück. Nein, ich wünsche zu schlafen. Sabine Haupt. Ich liebe sie ganz einfach. Ich liebe sie ganz einfach. Sag mal, bist du bescheuert? Das macht uns kaputt. Was ist denn das da geniegt? Chantal, das ist die Sprache seiner Mutter. Und das hat nichts mit Mördern zu tun. Jetzt hör auf! Was hätte es dir genutzt, zu wissen, dass deine ganze Familie als Asche geendet ist? Markus Hering. Chateau Migraine, un peu. Eigentlich trinke ich im Moment no Alkohol. Aha. Die wollen auch nur einen Profit damit machen. Profit, das ist das Einzige. Money, money, money. Weiter nichts. Bitte, man enttarnt einen Faschisten, wenn man den Aromatherapeuten reicht. Ich bin kein Aromatherapeut! Und der Nestroy für die beste Nebenrolle geht an Alexander Absänger für seine Darstellung der Charlotta Ivanovna in Der Kirschgarten von Anton Tschechow im Theater in der Josefstadt. Und wir haben Alexander Absänger nach einer Probe besucht und ihn überrascht. Ich gratuliere dir von Herzen. Nein, das ist ja... Zu deiner Charlotta im Kirschgarten. Och Gott. The Nestroy 2020. Sandra Absänger! Oh Gott, das ich freue mich total und der ist aber auch für das Ensemble. Ja, voll schön. Und auch für die Maske, die total geil war bei der Produktion. Jawohl. Ach, ja, okay. Ja. Ja, man erlebt mich selten sprachlos, aber ja, ich freue mich total. Herzlichen Glückwunsch, Alexander Absänger. Jetzt kommt eine Doppelauszeichnung. Was die beiden folgenden Preisträger getan haben, war, ihre Stimme zu erheben. Er hat als Sprachrohr für die deutsche Bühnenwelt deutlich gemacht, Theater gehört einfach dazu und darf nicht übersehen werden. Und Sie? Sie hat ein Vorzeigemodell für den Theaterbetrieb in Zeiten von Corona geschaffen, das im In- und Ausland große, große Beachtung gefunden hat. Drum geht der Sonderpreis an Herbert Föttinger und Helga Rabe-Stadler. Hurra, Herbert! Helga, hurra! Der Nestroy ist ein Preis, der vom Wiener Bühnenverein vergeben wird. Und wir, aber auch die Bühne, das ist die Zeitung, die vom Wiener Bühnenverein herausgegeben wird. Wir haben uns gedacht, wir sollen in diesem besonderen Jahr auch außerhalb des von der Jury vergebenen Nestroy-Preises Persönlichkeiten und Institutionen ehren, die für das Theater- und Kulturleben Hervorragendes geleistet haben. Vor allem Sie, Frau Präsidentin, weil Sie sind ja wie Odysseus in der Straße von Messina durchgesegelt, während alle Theatermacher Österreichs geschaut haben, was bei ihnen passiert. Und dass Sie diesen Preis bekommen, war auch völlig logisch, weil während viele Künstler noch zu Hause am Balkon gespielt haben, sind Sie mit einer sehr, sehr lauten Stimme rausgegangen und haben bei der Politik eingefordert, etwas zu tun. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Danke. Glückwunsch. Es ist immer schön, einen Preis zu bekommen.
Das gibt einen Energie für neue Taten. Ich bedanke mich im Namen der Salzburger Festspiele, im Namen von Markus Hinterhäuser, der das tolle Programm gemacht hat, und von Lukas Greppertz, der das Präventionskonzept ersonnen hat, und in meinem eigenen Namen, dass sie an uns gedacht haben. Ich wünsche auch dir und all deinem Team eine große Kraft und dass uns dieser Preis stärkt. Ich danke dir. Es ist wichtig, eine laute Stimme zu haben in Zeiten, wo die Politik die Stimme der Kultur einfach nicht erhört hat. Das ist ein Ansporn, dieser Preis. Wir kämpfen weiter für die Kultur, denn wenn Österreich eine Kulturnation ist, dann muss es sich auch sehr würdig dieser Kulturnation gegenüber verhalten. Danke vielmals. Danke. Herzlichen Glückwunsch an Helga Rabel-Stadler und Herbert Föttinger. Wien, Wien. Nicht nur du allein kannst Theater machen. Sehen Sie gleich unsere besten Pferde im Stall in den Bundesländern. Denn die Lipizzaner der Wiener Hofreitschule kommen bekanntlich ja auch aus der Steiermark. Sehen Sie also gleich die Nominierten für die beste Bundesländeraufführung 2020. Und davor noch einige Worte von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer, die sozusagen bundesweit die Zügel in der Hand hält. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, die österreichische Theaterlandschaft ist von großer Vielfalt und Kreativität geprägt. Insbesondere auch der Blick in die Bundesländer verdeutlicht, mit wie viel Energie, Leidenschaft und Innovation unser Land bespielt wird. Die Bühnen abseits der Bundeshauptstadt Wien machen nicht nur zeitgenössische und klassische darstellende Kunst zugänglich. Sie greifen auch Impulse der sie umgebenden Menschen und der Region auf. Die Bühnen sind zentrale soziale Räume des zeitgenössischen und öffentlichen Diskurses. Es ist genau das, was sie so unverzichtbar und unverwechselbar macht. Diese Vielfalt gilt es trotz der Herausforderungen der Corona-Pandemie zu erhalten und zu stärken. Ich freue mich daher besonders, dass ich heuer erstmals in meiner Funktion als Kunst- und Kulturstaatssekretärin den Preis für die beste Bundesländeraufführung präsentieren darf. Hier die Nominierten. Nominiert in der Kategorie Beste Bundesländeraufführung sind Cold Songs Rom. Was denken Sie, dass wir zu viel kosten? Die Leute, was habt ihr vor? Hunde ernährt man uns nicht! Und wenn er stirbt? Dann ist sein Ruhm, mein Sohn. Begraben will ich Cäsar. Nicht ihn preisen. Die Physiker. Letzte Nacht habe ich von Oppenheimer geträumt. Fuck! Ich bin Josef Eisler! Es ist tödlich, an den König Salomo zu glauben. Alles in Ordnung. Meine Herren, wir haben die Ehre. Hamlet. Oh. Er hat sehr viel von euch gesprochen und ich bin mir sicher, nicht zwei Menschen leben, an denen er mehr hängt. Ich bin nicht vorbereitet auf meine Sachen. Und jetzt tu es. Und der Nestreu für die beste Bundesländeraufführung geht an Hamlet von William Shakespeare in einer Inszenierung von Ricky Henry am Landestheater Niederösterreich. Shakespeare ist immer wunderbar auf der Bühne zu sehen. Und dieser junge Regisseur hat sich entschieden, also Schein und Sein, Intrigenspiel, es ist eigentlich ein Albtraum, eine Familienaufstellung, das Hier und Jetzt und das wunderbar gespielt. Und
ja, eine tolle Aufführung, die einem lange in Erinnerung bleiben wird. Und das von einem jungen Regisseur. Ricky Henry ist momentan in London und schickt uns aber eine Videobotschaft. Liebes Jury, liebes Publikum, mit diesem Video möchte ich mich für den Nestoroy Prize bestes Bundesland der Aufführung bedanken. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. Es ist eine große Ehre, von der Jury mit diesem Preis ausgezeichnet zu werden. Vielen Dank. Ich danke meinem Team. Ihr seid unglaublich. Cedric, Nils, Max, Ludwig, Nino, Ruth dafür, dass ihr so tolle Mitarbeiter seid. Ich möchte meinen Schauspielern danken. Tim, Tillmann, Martha, Bettina, Laura, Sammy, Philipp und Michael. Dafür, dass ihr diese Reise mit mir gemacht habt. Ich möchte Marie dafür danken, dass sie an dieses Projekt geglaubt hat. Dafür, dass sie so großzügig war, fürsorglich und unterstützend. Ich freue mich hier in London über das großartige Feedback für die Produktion und ich möchte der Jury nochmal für die Auszeichnung danken, für die große Ehre. Der Nestoroy Autorenpreis für das beste Stück geht an Elfriede Jelinek. Das Recht muss unseren Befehlen Folge leisten, denn unsere Befehle sind richtig. Es ist richtig, dass alle außer uns sie befolgen müssen. Gewalt, die ist so verführerisch. Wir müssen uns ihr immer wieder hingeben. Es tut uns leid für ihn, denn wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Natürlich immer nur ganz im Sinne der Gesetze, natürlich. Der Autorenpreis für das beste Stück geht heuer an Elfriede Jelinek für Schwarzwasser, eine Uraufführung am Wiener Akademietheater. Sie hat uns eine kurze Audiobotschaft geschickt, die Puppenspieler Nikolaus Habian jetzt zum Leben erwecken wird. Sie hören also die Stimme von Elfriede Jelinek und sehen die Elfriede Jelinek-Puppe von und mit Nikolaus Habian. Ich versuche in diesem Stück, das aktuell Politische in etwas anderes zu überführen, das über das Politische hinausragt, ohne es je übertreffen zu können, es ist ja die Quelle. Indem ich eine Groteske wie die Ereignisse auf Ibiza mit dem großen Drama des fehlgegangenen Fests bei Euripides in seinen Backen sozusagen zusammenspanne und faktisch auf gleiche Höhe bringe, wird die besoffene Geschichte, bei der aber doch schicksalsatt für alle gespielt werden sollte, zu einer Parabel für die Lächerlichkeit des Großen und die plötzliche Größe des Lächerlichen. Das habe ich zumindest versucht. Ich bedanke mich herzlich für diesen Preis, den ich dafür bekommen habe. Herzlichen Glückwunsch, Elfriede Jelinek. Und jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zählt Ihre Stimme. Wir brauchen Sie mehr denn je. Sie, das Publikum, gehören mit Ihrem Theaterfieber einfach dazu. Wir sind halt ein bisschen eine eigenartige, aber doch auch beneidenswerte Nation. Denn in welchem Land wird in den Hauptabendnachrichten davon berichtet, ob ein Wiener Kaffeehaus zusperrt oder die neue Besetzung der Salzburger Festspiele verkündet wird. Sie haben dieses Jahr auch wieder einige Stars in die Höhe geschickt oder zu einer Talfahrt. Sehen Sie jetzt, wie Sie gewählt haben. Nominiert für den ORF 3 Publikumspreis sind Das Publikum ist für mich lebensnotwendig. Eine der wichtigsten Instanzen. Wir sagen Ihnen das ins Gesicht. Der Grund, warum man überhaupt auf der Welt ist, in einem dramatischen Verständnis. Du schenkst dein Leben mir. Ohne Zuschauer wäre es auf jeden Fall langweilig, ja. Da gibt's nichts drüber. Das Tolle ist am Theater und auch am Publikum, ist diese Vereinbarung eigentlich eine gleichberechtigte Lügerei. Gleichberechtigte Lügerei. Das Publikum ist ein bisschen das Ziel. Alles natürlich, an dem ackere ich mich ab, jeden Abend. Wenn es mit dem Preis nichts wird und ich meine Karriere dadurch beenden muss, weil ich nicht der beliebteste Schauspieler bin, werde ich als Gespenst in der Geisterbahn arbeiten. Und der ORF3 Publikumspreis geht in diesem Jahr an Komiker und Theatermacher Michael Niavarani.
Wir haben ihn nach einer Vorstellung während dem Schlussapplaus in seinem Theater im Park besucht und überrascht. Dort ist er gemeinsam auf der Bühne gestanden mit dem deutschen Entertainer Harald Schmidt. Danke, danke vielmals. Vielen Dank, vielen Dank. Danke vielmals. Guten Abend, Herr Schmidt, hallo. Herr Nirvarani. Oh, grüß Gott. Ich war Peter in der Nähe. Fesslacher von ORF3. Ja, Peter Fesslacher hallo? Von ORF3. Wahnsinn. Es ist von ORF3, wir kriegen keinen Gage. In den letzten Wochen... Bisschen flüssiger, Herr Fesslacher. Das ist ja hier eine professionelle Veranstaltung. Das ist ja Wahnsinn, ja. Ja. Also ich bin hier, um einen Preis zu verleihen. Einen Preis? Einen Preis. Ja. Der Nestroy Theaterpreis. Und es konnten ja in den letzten Wochen viele Zuseherinnen und Zuseher abstimmen, wer denn den Publikumspreis gewinnt. Oh, und na jetzt bin ich aber gespannt. Lieber Herr Nirvarani. Der Otto Schenk und ich soll ihm bringen den Preis, oder was? Nein. Ich darf dir ganz herzlich den ORF3 Publikumspreis ja, überreichen. Danke vielmals, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich bei Harald Schmidt bedanken. Also, ich habe, auf. Wenn Harald Schmidt nicht gewesen wäre, meine Damen und Herren, dann... Also, ja. Wenn Harald Schmidt nicht gewesen wäre, meine Damen und Herren, dann wäre vielleicht ich in Deutschland berühmt geworden. Und dass das nicht passiert ist, dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Und auch vielen Dank an alle, die gewotet haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, danke. Ich brauche das nicht. Wollen Sie das mit haben? Nehmen den Wir sind jetzt hier auf der sprichwörtlichen Achterbahn, die wir Theaterleute natürlich sehr gut kennen. Besonders in den vergangenen Monaten. Plötzlich werden Grenzen wieder hochgezogen und es ist unklar, ob dieses grenzenlose Europa nur eine Illusion ist. Eine Situation, in der man Theater mehr braucht denn je. Unsere Kampflust, unsere Fantasie, unsere Spontanität, unsere Sehnsucht nach Abenteuer. Ohne Kunst, ohne Musik und ohne Theater wird die Welt zur Wüste, wo die Seelen der Menschen verdorren. Weißt du, wer das gesagt hat? Nestroy. Nein. Der Peimann! Nein! Doch! Peimann! Klaus Peimann! Großartig! Trotz Grenzkontrollen ist Theater immer grenzenlos. Und ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Ganz genau. Deswegen hier die Nominierten für die beste Aufführung im deutschen Sprachraum. Nominiert in der Kategorie Beste Aufführung im deutschsprachigen Raum sind Der Mensch erscheint im Holozän. Die Räuberinnen. Warum musste die Natur mir diese Bürde an Hässlichkeit aufladen? Das ist meine Höhle, hier wohne ich. Komm rein, der Boden ist Honig. Hier gibt's keine Hast, nur Mut. Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt. Die allererste Erinnerung, die ich überhaupt habe, ist die an eine Zirkusvorstellung. Ich war 3 Jahre alt und man hatte damals ja noch nicht die Technik, so wie hier. Und
Und der Nestroy für die beste Aufführung im deutschsprachigen Raum geht an die Produktion Der Mensch erscheint im Holozän, ein Visual Poem von Alexander Giesche nach Max Frisch in der Inszenierung von Alexander Giesche am Schauspielhaus Zürich. Hören Sie dazu die Jurybegründung der Juryvorsitzenden Uli Steppan. Alexander Giesche schafft es in einer unheimlich romantischen, melancholischen Art und Weise, ein Thema, nämlich das Thema Klimawandel, auf die Bühne zu bringen, ohne dass das mit einem Wort nur auch genannt wird. Man sitzt im Zuschauerraum und ist eigentlich ganz betroffen und beglückt nach diesem Abend mit diesen zwei wunderbaren Schauspielern. Herzlichen Glückwunsch an Alexander Giesche und Der Mensch erscheint im Holozän. In Molnars Bühnenstück Lilium kehrt ein leichtlebiger Karussellbesitzer nach seinem Tod auf die Erde zurück, um seine Tochter wiederzusehen. Wir möchten hier an dieser Stelle nun allen Theatermenschen gedenken, die im letzten Jahr von uns gegangen sind. Lilium erlebte 1913 seine österreichische Erstaufführung am Wiener Theater in der Josefstadt und trat von dort an seinen Siegeszug als Welterfolg an. Hören Sie nun begleitend das Lied You'll Never Walk Alone, gesungen von Anna Milva Gomez, aus dem Musical Carousel, basierend auf Molnars Lilium. Für manche Künstler hat sich das vergangene Jahr leider wie ein Schleudersitz angefühlt oder wie eine Fahrt durch die Geisterbahn. Drum hat sich die Jury entschieden, einen Spezialpreis zu verleihen, den Covid-19-Sonderpreis. Nominiert in der Kategorie Corona-Spezialpreis sind Ausgang offen. Ich glaube, es ist bei den Taoisten, meine ich, das heißt, dass es einen Unterschied macht, wann am Tag man stirbt. Haben Sie schon mal eine Leiche gesehen? Und dann wirft es dich herum, schleudert deinen Kopf in den Airbag, dein ganzes Ich nur noch eine schlaffe Puppe. Der Kreisky-Test. Herzlich willkommen zum Kreisky-Test.
Die Anlage Gut Balkreisky ist die Vision Gertrud Nesterwals. An diesem sicheren Ort sollen die Werte der Sozialdemokratie von äußeren Einflüssen beschützt und für die Zukunft bewahrt werden. Hiermit ist der Kreisky-Test beendet. Wiener Stimmung. Na, schau an, schau. Der Nachbar. Nach dem Abendessen. Sag, Lydia, werfe ich den Apfel aus dem Fenster? Ich glaube ihr das. Finden Sie das seriös? Wir bleiben unter uns. Wir tragen Wand und Seifenschaum. Und der Corona-Spezialpreis geht an die Theatergruppe Nesterwal für ihre Online-Produktion von Der Kreisky-Test in einer Inszenierung von Martin Finnland. Und wir haben die Theatergruppe anlässlich ihrer Nominierung zu einem Interview getroffen und sie dabei überrascht. Ist das eigentlich alles im Lockdown entstanden, das Projekt? Wie kam es denn dazu eigentlich? Was wir alles gemacht hätten, war fix geplant, dann ist der Lockdown gekommen und es war dann irgendwie so einfach eine Entscheidung über Nacht, ich möchte das ins Internet verlegen und wir haben eigentlich beide sehr freudig gesagt, ja, das machen wir, ohne zu wissen, was das überhaupt an Arbeit bedeutet oder wie wir das machen wollen. Guten Tag, ich bin hier, um einen Preis zu überreichen. Während wir quasi in der Isolation Corona isoliert und zentriert waren, waren Sie Gott sei Dank kreativ und haben was Tolles gemacht und dafür haben Sie diesen Preis mehr als verdient und ich darf Ihnen total herzlich gratulieren und freue mich sehr für Sie. Unglaublich glücklich, weil es einfach total ein schönes Gefühl ist, wenn all diese Arbeit, die nicht nur wir beide, sondern wirklich das ganze Ensemble in diese Produktion, in diesen wilden Zeiten da hineingelegt haben, dass das anerkannt wird. Also unbeschreiblich. Ja. In einer Inszenierung wird eine eigene Welt erschaffen und Ihnen in einem Abend präsentiert. Aber damit sich diese Welt auch zu drehen beginnt, braucht es Regisseure. Hier beim Planetarium im Prater können Sie die verschiedensten Himmelskonstellationen aus nächster Nähe betrachten. Sehen Sie jetzt, wer die Sterne in diesem Jahr am besten bündeln konnte. Und freuen Sie sich auf die Nominierten in der Kategorie Beste Regie. Nominiert in der Kategorie Beste Regie sind Victor Baudot. Kaiser will ich werden. Na Gott, jetzt verliert ihr den letzten Rest von Verstand. Lass mir Zeit, du wirst schon sehen. Ich kann's und kann mehr. Ihr werdet schon sehen. Hä? Du hast mich missbraucht. Gott segne dich, du liebes altes Biest. Florentina Holzinger. Oh Gott, thank you so much. Amelie Niemeyer. Ich möchte herumlaufen, aber plötzlich habe ich alles nur geträumt. Du gehst mir auf die Nerven, Opi. Krepier doch endlich! Wenn ich nicht da bin, wer wird für Ordnung sorgen? Doch allein im ganzen Haus.
Und der Nestroy für die beste Regie geht an Florentina Holzinger für ihre Inszenierung und Erstaufführung von Tanz mit dem Untertitel Eine sylphidische Träumerei in Stanz. Und wir haben Florentina Holzinger zu einem Interview getroffen und sie dabei überrascht. Ja, genau. Liebe Frau Holzinger, Sie sind nominiert in der Kategorie Beste Regie. Welche Bedeutung hat denn der Preis für Sie persönlich? Die beste Regie finde ich natürlich lustig, weil ich mich selber nie als jetzt Regisseurin verstehen würde. Das ist halt schon sehr geil, respektiert zu werden dafür. Und ich finde das halt ziemlich cool für uns als Gruppe auch, um uns ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Der Grund, warum Sie heute hier sind, ist ja nicht nur der, dass Sie nominiert sind. Ich habe da nämlich was mitgebracht. Das ist ein Nestroy. Das gibt's ja nicht. Und ich gratuliere Ihnen ganz herzlich. Der gehört Ihnen. Und das ist jetzt mein Kamerasmile. Wirklich? Mhm, ganz wirklich. Oh Gott, deswegen muss ich jetzt diese Rede halten? Wirklich? Ja, ganz wirklich. Ich freue mich natürlich mega über diese Auszeichnung. Und mir ist es einfach wichtig hervorzukehren, glaube ich, dass ich das Gefühl habe, auch wenn ich jetzt physisch hier sitze und den halte, dass ich wirklich, diese Arbeit basiert einfach wirklich auf der starken Zusammenarbeit von eben diesen ganzen leibenden Frauen, mit denen ich diese Arbeit gemacht habe. Wow, da habt ihr mich ja jetzt richtig gut damit überrascht. Das gibt's ja nicht. Herzlichen Glückwunsch, Florentina Holzinger. Eine Hauptrolle zu spielen am Theater ist mindestens so schwer wie beim Autodrom fehlerfrei zu fahren oder aufzupassen, dass man nicht stürzt, das Lenkrad fest im Griff zu halten. Jetzt kommen wir zur Nominierung der besten Schauspielerin. Eins haben unsere Nominierten gemeinsam. Sie haben alle einen großen Funken aufs Publikum überspringen lassen. Danke. Unsere Gewinnerin war nur weit weg und Peter Fässerer musste eine weite Reise antreten. Nominiert in der Kategorie Beste Schauspielerin sind Beatrice Cordua. Today I'm going to teach you how to govern your body. Oh God, Lydia, come down! Florentina, oh God, do me the rats, please. Yes, and don't shave yourself, really go on the floor. Yes, girls. I'm gonna lie down and I think the dream of my life will come through in a minute. I've been dreaming about this and now it happens to me. I can't believe, oh my God. Teresa Palfi. Ich trainiere. Was denn? Nicht zu straucheln. Das tust du doch nie. Weil ich trainiere. Ich kann nicht mehr jetzt noch trauen! Ja. Caroline Peters. Jeder will jetzt mit ihm sprechen. Mit ihm, mit diesem jungen Gott. Na, ich nicht. Wir hätten das auch getan, wenn überhaupt gar keine Kamera da gewesen wäre. Aber da war sie. Da war sie. Ihr müsst alle raus. Der stille Hafen wartet auf ein Schiff und dann auf noch eines. Dann lässt er eines rein, ein anderes nicht. Je nachdem. Und der Nestroy für die beste Schauspielerin geht an Caroline Peters für ihre Rollen in Schwarzwasser von Elfriede Jelinek in einer Uraufführung am Wiener Akademietheater. Und wir haben Caroline Peters in Berlin getroffen und dort einen Rundgang gemacht durch das Spionagemuseum. Dort gibt es vieles selbst zu entdecken und Caroline Peters konnte es am Anfang gar nicht glauben. Thank you.
Oh, Frau Peters. Das wäre sehr schön, zu schön, um wahr zu sein. Deswegen lass ihn da jetzt einstweilen stehen, für wen auch immer er dann sein wird. Das ist Ihre. Was? Nein, Sie verarschen mich. Nein. Aber, nein, nein. Was? Das gibt's doch gar nicht. Wirklich? Ja, echt. Ich kann das gar nicht glauben. Wow. Wem sage ich jetzt Danke? Bin jetzt habe ich keine Rede vorbereitet. Den Zuschauern, den Wienern, dem Theaterpublikum, Elfriede Jelinek, Martin Wuttke, Robert Borgmann, unserem entzückenden Chor. Ich bin ganz platt. Das ist jetzt wirklich eine unvorbereitete Rede. Unvorbereiteter kann man nicht sein. Wenn wir nicht Corona hätten, vielen Dank. Du meine Güte, ich bin kurz vorm Herzinfarkt. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt. Und dann habe ich einen Preis in der Hand. Ich kann es gar nicht glauben. Mein Schatz. Liebe Caroline Peters, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich pur für dich. Und nach diesem Ausflug kommen wir jetzt wieder zurück nach Wien und an einen der bekanntesten Orte überhaupt, das Wiener Riesenrad. Einige von den Künstlerinnen und Künstlern, die Sie heute Abend gesehen haben, stehen erst am Anfang ihres Weges, andere in der Mitte. Dann gibt es die, die zurückblicken können auf ein langes, erfülltes Theaterleben. Lassen Sie uns gemeinsam heute hier an diesem Ort zurückschauen, den viele besuchen, um das Gewohnte auch mal mit anderen Augen zu betrachten. Schauen Sie mit uns zusammen zurück auf das Lebenswerk von dem unvergesslichen, großartigen, herrlichen, einzigartigen Christoph Marthaler. Der Nestroy-Preis für das Lebenswerk geht an Christoph Marthaler. Ich bin über die Musik auch zum Theater gekommen und habe dadurch das Theater einfach wirklich sehr gut kennengelernt. Ne? Und habe irgendwann gesagt, so, jetzt will ich aber Theater machen mit Geduld und nicht immer nervöser und ungeduldiger werden gegen das Ende der Produktion, wie ich das oft erlebt habe, sondern eine Entschleunigung gegen Ende. Ich meine jetzt nicht nur das auf der Bühne, sondern in der Arbeit. Das heißt, Freiheit geben und den Schauspielern die Möglichkeit, in Ruhe zur Premiere zu kommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Now, oh now, I need must part, parting though I absent mourn. Absence can no joy impart, joy once fled cannot return. Ich bin kein Regisseur und mag das nicht sein, kann es auch nicht sein, der auf die Probe kommt und sagt, du machst das, du machst das, du machst das, sondern es ist ein gemeinsames Entwickeln. Insofern ist so ein Preis natürlich für mich auch für alle, weil ohne die Schauspieler, ohne die Leute geht das nicht. Das entsteht gemeinsam, das inspiriert sich gegenseitig. Es war keine schwierige Entscheidung und es war eigentlich auch siebenstimmig sofort entschieden. Bei Marthaler war es wirklich nur eine Frage der Zeit, wann er es bekommt und nicht, ob er es bekommt. Ich persönlich freue mich sehr, ich liebe seine Stücke und zwar lange her, aber da hat er dann wirklich allgemeines Gut und Theatergut auch und seine Fans gewonnen mit Murks den Europäer, Murks in, Murks in, Murks in ab. Und wenn man Danke hört, dann möchte man eigentlich sofort mitsingen. Danke für meine Arbeitsstelle. Danke für jedes kleine Glück. Danke für alles frohe Helle und für die Musik. Danke für manche Traurigkeit.
Herzen. Danke für jedes gute Wort. Danke! Übrigens, Murks wäre die ideale Corona-Inszenierung. Jeder hat seinen eigenen Tisch. Immer wieder stehen sie auf und gehen sich die Hände waschen hinten. Ne? Dann hatte ich ja das Privileg, Berlin, Volksbühne, ne, im östlichen Teil, und in Hamburg am Schauspielhaus zu arbeiten. Und hier war ja dann auch ziemlich bald sowas wie Stunde Null. Ja, da bin ich schon sehr stolz und freue mich sehr für den Nestroy, weil Nestroy ist ein ganz toller und ganz wichtiger Theaterpreis. Der ist österreichisch, aber nicht nur, weil es kriegen ja nicht nur Österreicher, und das ist wirklich was Schönes. Und ich liebe Wien, und es ist schön, einen österreichischen Preis zu kriegen. Bedanke mich dafür ganz herzlich. Und bedanke mich aber auch bei all meinen Mitwirkenden, bei allen, denn ohne die gäbe es für mich nie einen Nestroy. Nie. Also ist er für uns alle. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende dieser wirklich besonderen Nestroy-Preisverleihung 2020 angekommen. Wir hoffen, wir haben Ihnen ein bisschen Lust machen können auf das neue Theaterjahr, die neue Theatersaison, die jetzt begonnen hat und die wirklich alles andere als normal wird. Ganz genau. Und wenn Sie sich darauf einlassen können, dass Theater viele Formen und Farben haben kann, werden Sie auch begreifen, dass es wie in der Hochschaubahn nach jeder Talfahrt auch wieder bergauf geht. Wir bedanken uns, dass Sie eingeschaltet haben. Danke. Bleiben Sie dem Theater treu. Vergessen Sie auch nicht, in die kleinen Theater zu kommen, auch die kleinen Häuser zu unterstützen. Wir freuen uns, wenn wir wieder live für Sie spielen können. Und bis bald. Danke, danke. Den Wurstl, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Brot war, sagen. Hau die Mutter Teufel, mein Hammer am Schädel, die Wurstl geschieht nix, und der Teufel ist der Wedel. Ja, er wurstelt sich durch, er wurstelt sich raus, schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge vertrauen, aber eins kann man nicht, den Wurstl der Schlag.